Eine Akne sollte so früh als möglich behandelt werden. Denn nur so kann man die Narbenbildung verhindern. Und man weiß auch nie, welche der vielen Formen der Akne sich entwickelt. Es gibt auch ernste und gefährliche Formen der Akne. Hautkrankheiten wie Akne oder kreisrunder Haarausfall sind nicht nur ein schwieriges medizinisches Problem, sie stellen auch eine große psychische Belastung für die Betroffenen dar. Sie können bei uns im Studio Experten dazu anrufen. Ein weiteres Thema ist der Versuch, frühgeborene Babys, die noch im Brutkasten liegen, so rasch wie möglich in einen engen körperlichen Kontakt zu ihren Eltern kommen zu lassen. Schauen Sie rein, Medizinmagazin, Montag, 21.45 Uhr. Guten Abend. Westray aktuell beginnt mit Gras, Schweiß und Tränen. Auf den Tag genau vor 6 Jahren verblüffte ein verlegener, rotblonder Jüngling die Tenniswelt. Boris Hu, wer soll das sein, fragte man in Wimbledon, als Becker den Pokal gewann. Michael Hu, fragte man heute. Und Herr Stich hat es ihnen gezeigt. Allen, auch Herrn Becker. Glatter Sieg mit 6:4, 7:6 und 6:4. Und so deutlich wie das Ergebnis war auch der Spielverlauf. Michael Stich dominierte alle 3 Sätze. Mit einem äußerst zuverlässigen Service legte er den Grundstein für seinen ersten Grand Slam Erfolg. 15 Asse servierte er dem sichtlich unzufriedenen Becker. Der kämpfte nicht nur gegen Stich, sondern auch gegen sich selbst. Nach 53 Minuten verwandelte der Tennis-Newcomer seinen zweiten Satzball zum 1:0. Spätestens jetzt war allen klar, dass dieses 105. Endspiel von Wimbledon für Becker kein Spaziergang sein würde. Im zweiten Durchgang wurde es spannend. Der Tiebreak musste entscheiden und, wie so oft, war es ein Ass von Michael Stich, das ihm auch den zweiten Satz bescherte. Auch der dritte Satz verlief ähnlich. 4:5 lag der aufschlagende Becker zurück, als dieser Ballwechsel, der wohl spannendste der Begegnung, nach 2,5 Stunden den ersten Matchball für Michael Stich brachte. Und der 1,93 große Wahlmünchner nutzte seine Chance. Nach 2,5 Stunden hatte Michael Stich als zweiter deutscher Mann das begehrteste Turnier gewonnen. Mit ihm 720.000 Mark Preisgeld. Boris Becker hat einen kleinen Trost. Er ist, obwohl er heute verloren hat, wieder die Nummer 1 im Herrentennis. Michael Stich hat sich auch verbessert. Jetzt ist er die Nummer 4 der Welt. Dank dieses. Die Europäische Gemeinschaft hat heute einen neuen Versuch gestartet, zwischen den verfeindeten Parteien in Jugoslawien zu vermitteln. Die 3 Außenminister Luxemburgs, Portugals und der Niederlande trafen sich auf der Adria-Insel Brioni mit Vertretern der abtrünnigen Republiken Slowenien und Kroatien, aber auch mit Politikern der jugoslawischen Regierung. Doch in der zentralen Streitfrage gab es auch heute keine Einigung. Die beiden Republiken halten an ihrer Unabhängigkeit fest und Slowenien weigert sich, die Grenzposten wieder zu räumen. Bei schweren Kämpfen zwischen serbischen Nationalisten und der Miliz Kroatiens nahe der Stadt Osijek sind mindestens 5 Menschen getötet worden. Die Schießereien wurden erst beendet, als Einheiten der jugoslawischen Zentralarmee sich zwischen die kämpfenden Linien stellten und so zumindest eine Feuerpause durchsetzen konnten. US-Präsident Bush bemüht sich um einen schnellen Abschluss der Genfer Abrüstungsverhandlungen für strategische Atomwaffen. In einer persönlichen Botschaft appellierte er an seinen sowjetischen Kollegen Gorbatschow, seinen Beamten und Militärs endlich Beine zu machen. Bevor der Abrüstungsvertrag nicht unter Dach und Fach ist, wollen die USA einem Termin für ein neues Gipfeltreffen der Supermächte nicht zustimmen. Und weiter geht's mit Auslandsnachrichten im Film, die Stationen Libanon und Südafrika. In der südafrikanischen Hafenstadt Durban ging heute die Konferenz des Afrikanischen Nationalkongresses zu Ende. Der neu gewählte ANC-Präsident Nelson Mandela sagte zum Abschluss des Kongresses, die Sanktionen gegen den Apartheidstaat sollten nur schrittweise gelockert werden. Die Schlusssitzung brachte eine Überraschung. Nelson Mandelas Frau Winnie wurde mit knapp 54% der Stimmen in das Führungsgremium gewählt. Die rund 5000 Kämpfer der palästinensischen Befreiungsfront, PLO, in den südlibanesischen Flüchtlingslagern um Sidon haben jetzt ihre Waffen bei der libanesischen Armee abgeliefert.
Damit haben sie das Ultimatum der libanesischen Regierung erfüllt. Jetzt kontrolliert die Regierung von Präsident Chavi fast ganz Libanon. Und sie hat erneut verlangt, dass sich Israel aus der von Jerusalem beanspruchten Sicherheitszone im Süden des Landes zurückzieht. Bundestagspräsidentin Süssmuth setzt sich für homosexuelle Paare ein. Nach Ansicht der CDU-Politikerin sollten für sie steuerliche Vorteile und Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung beim Tode eines Partners gelten. Wenn ein gleichgeschlechtliches Paar ein Leben lang füreinander sorge, dann müsse der Staat dies berücksichtigen, sagte Rita Süssmuth der Illustrierten Bunte. Ehen zwischen Homosexuellen könne es jedoch nicht geben, so die Christdemokratin. Ein Großbrand nördlich von Münster richtete am späten Nachmittag Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Mark an. Bis auf die Grundmauern brannte ein Materiallager für ausgemusterte Bundeswehrartikel nieder. Munition befand sich nicht in dem Lager, allerdings erschwerten brennender Dieselkraftstoff und hohe Temperaturen die Löscharbeiten. Trotz starker Rauchentwicklung hat für die Bevölkerung keine Gefahr bestanden. Zeitweise musste der Verkehr auf der B219 umgeleitet werden. Die Ursache des Feuers ist noch ungeklärt. Kurz und knapp das Wetter der nächsten Tage. Montag Sonne und Gewitter, Dienstag Sonne, Wolken und ein paar Schauer und Mittwoch und Donnerstag wieder schön und heiß, bis zu 34 Grad. Und so sah es heute aus. Über Ostfrankreich...